No K.O. Diese kurzen, knappen Worte erregen jetzt bundesweit Aufsehen. Die Aktion soll Frauen davor bewahren, Opfer von Verbrechern zu werden, die sie mit Drogen bewusstlos machen und missbrauchen. So, wie es dieser Frau passiert ist. Ein Erlebnis, das sich für immer in Ninas Erinnerungen eingebrannt hat. 2013 wird die heute 36-Jährige nachts von zwei Männern brutal vergewaltigt. Ich war an dem Abend aus mit einem Freund von mir und habe dann später, als er und seine Freunde schon nach Hause gegangen sind, habe ich noch andere Leute kennengelernt und da auch ein Getränk bekommen, in dem höchstwahrscheinlich K.O.-Tropfen drin waren. Was zunächst wie ein ausgelassener Abend mit Freunden beginnt, endet für Nina in einem Horrortrip. Ich habe einen ungefähr zweistündigen kompletten Blackout und komme dann erst wieder zu gegen 3 Uhr morgens wieder zu mir im Gebüsch, in dem Park vor dem Club. Also ich kann mich erinnern, dass da 2 Männer da waren. Und es sind aber ja so einzelne Bilder. Vergewaltigt nach einem Clubbesuch mitten in der Münchner Innenstadt. Noch völlig neben sich vertraut Nina sich ihrer Schwester an. Die fährt mit ihr zur Polizei. Doch hier fängt das nächste Martyrium an. Intime Untersuchungen, lange Vernehmungen und eine Polizei, die an Ninas Geschichte zweifelt. Weil die Polizei mir nämlich nicht geglaubt hat. Und mich das sehr, sehr frustriert hat, damals auch echt traumatisiert, weil ich überhaupt keinen Grund hatte zu lügen. Also ich konnte nicht mal eine ordentliche Täterbeschreibung abgeben, geschweige denn irgendwie einen Namen nennen. Ich wollte auch nicht ein vermeintliches Fremdgehen vertuschen, weil ich nämlich Single war. Das Problem, K.O.-Tropfen sind nur eine kurze Zeit im Blut nachweisbar. Je nach verabreichter Menge auch im Urin oder in den Haaren. Als Nina untersucht wird, ist es für einen hieb- und stichfesten Nachweis aber bereits zu spät. Doch wie leicht kann man jemandem K.O.-Tropfen unterjubeln? Wir starten einen Versuch mit den 3 Unwissenden, Lena, Nadja und Lena. Sie glauben, wir drehen eine Partyreportage. Doch stattdessen kommen Lenas Mutter und ihre Freundin Andrea zum Club. Die beiden verstecken sich in einem Hinterzimmer und wollen unseren K.O.-Tropfentest aus nächster Nähe verfolgen. Mark ist unser Lockvogel. Er wird probieren, den Mädels heimlich etwas in ihre Drinks zu mischen. Er verwendet natürlich keine echten K.O.-Tropfen, sondern Zitronensaft. Die Mädchen bemerken nichts, als Mark sich ihnen annähert. Die Stimmung ist ausgelassen. Die 3 haben ihre Drinks überhaupt nicht im Blick. Und schon ist es passiert. Während unsere Mütter den Schock noch verdauen, tanzen die 3 Freundinnen ahnungslos weiter. Andrea und Renate machen sich bereit für ihren Überraschungsauftritt. Es geht auf die Tanzfläche. Zeit für die Auflösung. Mutter Renate zeigt den Mädchen unsere Aufnahmen. Oh mein Gott, halt einfach echt schnell. Es ist so heftig. Es ist so heftig. Haben Sie überhaupt etwas gemerkt? Gar nicht, wirklich. Wir waren echt richtig im Feiern und Tanzen, ja. Und alles war gut. Und dann kam auf einmal diese Nachricht, ihr habt jetzt gerade was ins Glas bekommen. Und das war so totaler Schock erstmal. Ja, die feiern und man feiert in die Nacht hinein. Es wird immer länger und irgendwann ist es halt einfach, und man hofft, dass man nicht mehr so aufmerksam ist. Genau, und dass sie gemeinsam einfach nach Hause gehen, ja. Weil dann ist die Chance, dass alle 3 was reinbekommen, ja, geringer. Auch Clubs und Bars können mit etwas Aufmerksamkeit den Tätern das Leben erschweren.
ein Mädel rausgebracht wird und man sieht, es kann sich selber nicht mehr artikulieren oder es ist auch nicht mehr fähig, selbst zu gehen, dann den anderen ansprechen, gehörst du zu dem Mädel, wer bist du? Und wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass die zusammengehören, Foto vom Ausweis machen. Und meine Türsteher, ganz klar, die lassen das Mädel da nicht gehen, solange das nicht geklärt ist, wer dabei ist. Ja, und nur so kannst du die Leute schützen. In unserem Test gab es nur Zitronensaft ins Glas. Aber was passiert eigentlich, wenn wirklich K.O.-Tropfen im Körper landen? Das testet unsere Reporterin Marie-Louise und begibt sich für einen Selbstversuch in ärztliche Hände. Wir testen ja heute eine Substanz, die im Grunde den K.O.-Tropfen sehr ähnlich ist. Wie fühlst du dich bislang? Bist du nervös? Gerade fühle ich mich eigentlich recht gut. Es ist ganz bequem und warm. Aber ich glaube, wenn es gleich piekst, dann sieht die Lage noch mal ganz anders aus. In unserem Versuch kann Dr. Rehbein genauestens dosieren und zur Not mit einem Gegenmittel eingreifen. Und nur Momente später sehen wir die ersten Auswirkungen. Wenn ich jetzt sagen würde, du, ich schneide da jetzt mal irgendwas raus, würde sie sagen, okay. Oder? Ist das so? Das weiß ich jetzt nicht so, ob ich da jetzt was rausgeschnitten werden wollen würde. Ich. Aber hättest du jetzt vor irgendwas Angst? Nee, also, war was jetzt genau? Marie-Louises koordinatives Verhalten lässt stark nach. Selbst ihr Handy kann sie nicht mehr festhalten. Und kaum erhöht die Ärztin die Dosis, ist die Wirkung wirklich nicht mehr zu überhören. Auch nicht am Telefon. Ja, bitte? Hallo. Na? Das ist jetzt eine Kraft, so ein Telefonat. Das war jetzt sehr schwierig. Ja. Was bei uns ein harmloser Test ist, kann im schlimmsten Fall lebensbedrohlich enden. Dabei wurde Marie-Louise nur eine minimale Dosis verabreicht. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo sie ein Opfer ist. Ja, und natürlich in den falschen Händen ist es katastrophal. Ja. Zu K.O.-Tropfen zählen über 100 Stoffe. Einige sind völlig problemlos im Internet zu bestellen. Meist landet das Mittel in flüssiger Form bei den Opfern. Weil K.O.-Tropfen farblos und oftmals geruchlos sind, haben die Opfer so gut wie keine Chance, etwas zu bemerken. Auch das Bundeskriminalamt kann auf Anfrage keine genauen Opferzahlen nennen, was ein größeres Dunkelfeld erwarten lässt. Rein körperlich, langfristig gesehen, kann es dann gefährlich werden, wenn natürlich ein Atemstillstand eintritt und wirklich eine Sauerstoffminderversorgung stattfindet. Opfer von K.O.-Tropfen können sich dann nicht mehr wehren. Und sie haben große Gedächtnislücken. Wir erlösen unsere Reporterin und Dr. Rehbein verabreicht ihr das Gegenmittel. An was kann sie sich denn überhaupt noch erinnern? Totaler Blackout. Richtig. Verrückt, ich hätte nie damit gerechnet. Ich dachte, das dauert ein paar Stunden und morgen fehlt mir dann die Erinnerung. Aber dass ich jetzt schon so die Erinnerung nicht mehr einordnen kann, ist wirklich ein total seltsames Gefühl. Und deswegen auch richtig beängstigend, wie das in so einer Situation, in einer Party oder wenn man sich einfach unter Menschen aufhält, wie man sich dann noch irgendwie zur Wehr setzen kann. Also ich hätte gar nichts mehr machen können. Ein Gefühl, das auch Nina kennt. Seit ihrer K.O.-Tropfenvergewaltigung vor 6 Jahren fühlt sie sich häufig unsicher. Das Ereignis beeinflusst ihr tägliches Verhalten bis heute. Im Hinblick auf Weggehen hat es mein Leben insofern geändert, dass ich nicht mehr alleine weggehen würde. Und was mich auch sehr, sehr geärgert hat, dass das irgendwie in einem der sichersten Länder der Welt und dann noch in einer der sichersten Städte dieses Landes nicht möglich ist, als irgendwie 30-jährige Frau alleine abends wegzugehen, ist sehr bitter. Aber Nina will weiter gegen das Erlebte ankämpfen, auch um mit ihrer Geschichte anderen Opfern Mut zu machen.